Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 23.09.2020. Wir haben schon Ende September. Heute war Sonja da. Wir waren auf einem Café und haben getratscht und waren beide ziemlich müde. Ich habe heute etwas länger schlafen können, weil die Volkshilfe schon sehr früh gekommen ist und meine Mutter sie nochmal weggeschickt hat. Und dann wäre sie erst 1,5 Stunden später gekommen. Und ich habe eine Stunde länger schlafen können. Aber ich war trotzdem ziemlich müde. Und Sonja war auch ziemlich müde. Wir haben viel geredet und waren im Kaffeehaus, haben Kaffee getrunken zu Hause auch. Und sie hat ein paar geraucht. Ich bin jetzt seit einer Woche rauchfrei. Das finde ich ganz cool. Aber noch nicht so der Rede wert, weil es mir noch immer sehr schwer fällt. Und es auch den einen oder anderen Ausrutscher gab. Aber da habe ich immer nur eine geraucht. Wenn ich eine geraucht habe, den ganzen Tag. Und das war nicht jeden Tag und sonst war ich rauchfrei, also fast ne. Also jetzt circa eine Woche rauchfrei. Und ich finde das gut und möchte so weitermachen. Aber ich weiß nicht, ob ich schaffe. Zumindest momentan nicht ohne Nikotinpflaster. Und ja, das ist eigentlich. Das unterdrückt die größte Sucht und es geht. Morgen kommt Corinna. Übermorgen auch. Ich freue mich schon auf sie. Ich hoffe, ich bin morgen nicht zu müde. Morgen kann ich ja Gott sei Dank auch schlafen, weil heute die Volkshilfe da war. Am Freitag muss ich zu Kerstin. Aber das habe ich die Woche schon mal erwähnt. Und ja. Mit Corinna ist es auch immer ganz lustig. Sie ist mir teilweise etwas zu überdreht, aber ich finde, es wird jedes Mal besser. Ich habe sie ganz gut im Griff. Wenn ich das so sagen darf, ohne psychopathisch zu wirken. Ich muss ja halt einfach immer wieder sagen, wenn es mir zu viel wird und damit geht's ganz gut. Und ich habe mich aber jetzt entschieden, dass ich lieber mit Sonja alleine essen gehen will und Corinna nicht frage oder wahrscheinlich morgen nicht frage, ob sie mitgehen will, weil ich mit Sonja alleine Zeit verbringen will. Und ja, das ist so meine Entscheidung, das ist nichts gegen Corinna, aber mit Sonja Zeit zu verbringen ist auch schön und ich möchte nicht immer die Aufmerksamkeit durch drei teilen müssen. Und so für mich, Sonja und Corinna. Aber das ist eine Ausnahme und beim nächsten Mal kann sie natürlich mitgehen. Sonst geht's mir relativ gut. Heute etwas schlechter als die letzten Tage.
Ich merke, dass das Desinfektin langsam ganz aus dem Körper draußen ist und dass das Antidepressiv, das ich jetzt nehme, zwar schon mehr Antrieb macht, aber auch noch zu gering dosiert ist und das macht mir ein bisschen Probleme. Aber die letzten Tage ging es mir gut. Da ist mir das eigentlich nicht so aufgefallen. Nur seit heute Abend wird es ein bisschen schwierig. Und es war kein richtiger Abendknick, sondern es war einfach so, weil mir das halt so aufgefallen ist, dass ich ein bisschen depressiver bin und dass mir die Konzentration ziemlich schwer fällt. Und ich bin zwar noch immer genauso müde, aber irgendwie fühle ich mich aktiver, auch wenn es nicht stimmen mag. Es ist einfach mehr Energie da und die kann ich auch besser einteilen. Und ich bin auch nachts nicht mehr allzu müde oder so, nur tagsüber. Ich bin halt eher nachtaktiv und hab die letzten 2 Tage ein 10-stündiges Hörbuch gehört. In einer Nacht 9 Stunden oder 8,5 und dann den Rest und ja, ich war nicht müde und bin auch nicht sofort eingeschlafen. Mich hat's eher gewundert, dass ich gestern so gut eingeschlafen bin, nachdem ich das Hörbuch fertig gehört habe, weil ich eigentlich nicht müde war. Und mich hat das gewundert, dass ich so relativ schnell eingeschlafen bin. Aber naja. Ich werde noch die Videos fertig machen. Ich habe jetzt in 2 Perspektiven gefilmt. Den Anfang anders als jetzt, weil ich da mehr gelegen bin. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.